Was sagt die DNA-Analyse? Die sieht ja furchtbar aus. Haben Sie das gesehen? Das war kein Herz. Ich weiß nicht. Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. Heute in Autopsie. In einem Karton neben dem Highway liegt der Torso einer jungen Frau sowie ihr rechter Arm. Die Polizisten sind überzeugt, die grausame Tat geschah erst vor wenigen Stunden. Das war nicht der eigentliche Tatort, sondern nur der Ort, an dem die Leiche nach einem blutigen Mord abgelegt wurde. Jetzt suchen die Cops den Killer und den Rest der toten Frau. In einem Müllcontainer wird eine Kinderleiche gefunden. Sie ist bereits stark verwest. Das kleine Mädchen wurde mehrfach vergewaltigt, bevor ihr der Schädel zertrümmert wurde. Wir fanden Schamhaare von mehreren Männern an der Leiche. Sie wurde entführt, um vergewaltigt zu werden. Die letzten Stunden im Leben dieses Mädchens müssen furchtbar gewesen sein. Die Jagd auf den Killer ist eröffnet. In der Einsamkeit der Rocky Mountains liegt die Leiche einer jungen Frau. Zeugen machen die Polizei auf einen Verdächtigen aufmerksam. Während eines Streits hatte er die Kehle zugedrückt, so als ob er sie erwürgen wollte. Die Cops fragen sich, ob der Mann der Mörder ist. Larven, die auf der Leiche gefunden werden, sollen den Ermittlern weiterhelfen. Zwei Männer wurden ermordet. Einer davon ist geköpft. Dem zweiten wurden die Genitalien abgeschnitten. Es ist das Werk eines geistig und sexuell gestörten Killers. Sie schätzen das Alter aus der Körperkraft, die er womöglich aufwenden musste bei der Tat, und bekommen dann schon ein ungefähres Bild. Die Suche nach dem Mörder ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Können die Cops ihn fassen, bevor er wieder zuschlägt? Ein Leichenfund außerhalb von Houston erschüttert selbst die härtesten Cops der Mordkommission. In einem großen Karton liegt eingewickelt der Torso einer Frauenleiche sowie deren rechter Arm. Die Frau ist erst seit wenigen Stunden tot. Doch die Polizisten finden kaum Blut. Die Leiche muss an einem anderen Ort zerteilt worden sein. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, wo sich der Rest der toten Frau befindet. Das war nicht der eigentliche Tatort, sondern nur der Ort, an dem die Leiche nach einem blutigen Mord abgelegt wurde. Mit diesen ersten Erkenntnissen schicken die Ermittler den Karton samt Inhalt in die Gerichtsmedizin. Der Torso war in eine blaue Decke gehüllt. Von der rechten Hand der Leiche lassen sich Fingerabdrücke sicherstellen. Sie stammen von Cecilia Reyes, einer jungen Frau, die seit zwei Tagen vermisst wird. Eine heiße Spur führt zu Gerardo Marquez, dem hartnäckigen Verehrer der attraktiven Cecilia. Die Polizei stattet ihm einen Besuch ab. Sie findet Blutspuren im Waschbecken. Doch wenn hier tatsächlich eine Leiche zerteilt worden sein soll, müsste mehr Blut zu finden sein. Wesentlich mehr Blut. Im Labor können die Experten in der Zwischenzeit die Spur der Pappschachtel zurückverfolgen. Solche Kartons werden in der direkten Nachbarschaft von Gerardo Marquez hergestellt. Außerdem nehmen die Kriminalisten die Decke unter die Lupe, in der die Leichenteile eingewickelt waren. Es waren Flecken auf dem Stoff, aus denen wir schließen konnten, dass auf der Decke ein Möbelstück stand, das ausgebessert oder neu gestrichen worden war. Die Farbe hinterließ auf der Decke deutliche Spuren. Ist das der entscheidende Fehler des Killers? Nach Reden Hillmans Berechnungen hat das rechteckige Möbelstück die Maße von 63,5 auf 35,6 Zentimeter.
Mit den Maßen sind wir wieder zu Marquez gefahren. Wir haben im Büro die Füße einer kleinen Kommode nachgemessen. Sie passten haargenau zu den Abdrücken auf der Decke. Die Ermittler versuchen, mögliche Spuren zu sichern, die die Decke im Arbeitszimmer von Gerardo Marquez vielleicht hinterlassen haben könnte. Es müssten Fasern von der Decke an den Füßen des Möbelstücks zu finden sein. Das würde die Decke mit dem Platz, an dem der Mord begangen wurde, in Verbindung bringen. Und tatsächlich, an den Füßen der verdächtigen Kommode haften kleine blaue Fasern. Nach der Analyse im Labor steht fest, es sind eindeutig Fasern des schaurigen Leichentuchs von Cecilia Reyes. Doch die Kriminaltechniker wollen ganz sicher gehen. Sie vergleichen die Farbe auf der Decke mit der der Kommode. Dazu verwenden sie ein spezielles Mikroskop und Infrarotlicht. So können sie die verräterischen Farbkleckse zweifelsfrei zuordnen. Wir können sehen, ob die Farben übereinstimmen. Damit können wir die beiden Proben direkt miteinander vergleichen. Beide Proben stimmen überein. Die Decke lag noch vor kurzem im Arbeitszimmer von Gerardo Marquez. Jetzt brauchte er eine gute Erklärung. Denn die Decke, in die das Opfer eingewickelt war, stammte ganz eindeutig aus seiner Wohnung. Die Ermittler suchen in der Wohnung von Marquez weiter. Mehr als 7 Liter Blut müssen geflossen sein, als Cecilias Leiche zerteilt worden ist. Und tatsächlich lassen sich mit Hilfe von Luminol, einem Spezialmittel, feinste Blutspritzer am Duschvorhang nachweisen. Es genügen winzigste Teile, um den Hinweis zu erhalten, dass es sich hier um Blut handelt. Und wenn ich dann die Feststellung getroffen habe, es könnte sich um Blut handeln, dann wird dieses Blut gesichert und dann analysiert. Und dann kann ich natürlich auch feststellen im Nachhinein, welche Art von Blut es ist. Die Ermittler ahnen, dass die Spur heiß ist. Dennoch. Ein Blutbad von solchen Ausmaßen müsste erheblich größere Spuren hinterlassen haben. Selbst wenn das Badezimmer anschließend sorgfältig gesäubert worden ist. Es bleibt eine Möglichkeit. Die Badezimmerfliesen werden vom Boden abgelöst. Es war klar, da muss eine Menge Blut geflossen sein. So viel, dass es zwischen den Fugen unter die Fliesen gesickert ist. Und tatsächlich werden Blutrückstände gefunden. Nach einer ersten Laboruntersuchung steht fest, es handelt sich um Blutgruppe 0 und somit höchstwahrscheinlich um das Blut von Cecilia Reyes, dem Opfer. Marquez wird verhaftet und gesteht. Er führt die Polizisten zu den übrigen Kisten mit Teilen der Leiche. Der zerstückelte Körper von Cecilia Reyes ist auf 3 Umzugskartons verteilt. Eine Autopsie an der nun vollständigen Leiche zeichnet das grausame Bild von Cecilias Tod. Ihr Schädelknochen ist zertrümmert. Zudem weist die Leiche tiefe Stichwunden in der Halsgegend auf. Marquez hatte erst mehrfach brutal auf ihren Kopf eingeschlagen und sie dann kaltblütig erstochen. Die Geschworenen verurteilen Gerardo Marquez wegen des Mordes an Cecilia Reyes zu einer lebenslangen Haftstrafe. So rekonstruieren die Ermittler den Fall. Gerardo Marquez versucht wieder einmal, das Herz von Cecilia Reyes zu erobern. Diesmal will er mehr als nur ihr Lächeln. Er zwingt sie, in seinen Lieferwagen einzusteigen und bringt die attraktive Frau in seine Wohnung. Als sie sich wehrt, ermordet er sie. Marquez schneidet die Leiche in seinem Badezimmer in Stücke, die er auf 3 Umzugskisten verteilt. Im Schutz der Dunkelheit lädt er die Kartons an einsamen Plätzen außerhalb von Houston ab. Doch es gelingt der Polizei schnell, das blutige Puzzle zusammenzusetzen. Thank you.
Es ist der Abend vor Muttertag. Die 10-jährige Diana Siefert darf bei einer Freundin übernachten, bei der sie zu einer Geburtstagsparty eingeladen ist. Am nächsten Morgen ist Diana spurlos verschwunden. Eine Nachbarin berichtet der Polizei von einer merkwürdigen Beobachtung. Um ungefähr 3 Uhr morgens stand sie auf, um auf die Toilette zu gehen. Auf dem Weg zurück ins Bett blickte sie aus dem Fenster und bemerkte einen Van, ganz in der Nähe des Hauses, in dem Diana die Nacht verbracht hat. Sie erkannte das Fahrzeug. Es gehörte einem jungen Mann, der zeitweilig in dem Haus gegenüber lebte. Dann bemerkte sie, wie dieser Mann ein junges, blondes Mädchen zu dem Wagen trug. Er ging zum Heck des Vans und legte sie hinein. Dann machte er die Autotüren zu und fuhr davon. Die Augenzeugin kann den Mann identifizieren. Es ist der 23-jährige Andrew Trombley. Er gibt an, während der Tatzeit völlig betrunken im Haus seiner Mutter geschlafen zu haben. Die Polizeibeamten durchsuchen seinen Van. Er entspricht der Beschreibung der Nachbarin. Und die Ermittler werden fündig. Diana muss in dem Wagen gewesen sein. From an inside rear window of the van, we were able to lift. Auf der Innenseite der Heckscheibe konnten wir Fingerabdrücke sicherstellen. Sie stammten von kleinen Fingern, vielleicht von einem Kind. Sie waren ungefähr so angeordnet. Wir hatten aber zu diesem Zeitpunkt keine Vergleichsfingerabdrücke, weil Diana Siefert ja erst 10 Jahre alt war und von ihr natürlich noch nie Fingerabdrücke genommen worden waren. Da Diana weiterhin verschwunden bleibt, untersuchen Spezialisten ihre Schulbücher. Es gelingt ihnen tatsächlich, Vergleichsfingerabdrücke zu gewinnen. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Abdrücke in Andrew Trombleys Van stammen von Diana Siefert. Doch noch immer fehlt jede Spur von der kleinen Diana. Mehr als 1000 Hinweise gehen ein und werden überprüft. Doch das Mädchen bleibt verschwunden. Wir waren total frustriert. Die Medien berichteten täglich über den Fall. Die Gemeinde sowie die Polizei starteten eine groß angelegte Suchaktion. Wir gingen von Tür zu Tür, setzten Hundestaffeln ein. Wir versuchten wirklich alles. Trotzdem hatten wir noch immer keinen Anhaltspunkt, was ihr geschehen sein könnte. Und wenn 2 volle Monate verstreichen und nichts passiert, beginnt man, das Schlimmste zu befürchten. Über 3 Monate vergehen. Als der Fall schon fast aufgegeben werden muss, wird die Leiche der kleinen Diana gefunden. Sie liegt in einem Metallcontainer im Hinterhof einer Firma, versteckt unter Schrott und Abfall. Der Leichnam des Mädchens ist bereits stark verwest. Noch immer trägt sie ihr Nachthemd mit einem Bären darauf. Als wir dort ankamen, untersuchte ich den Metallcontainer, den der Firmenbesitzer mir zeigte. Als ich hineinsah, erkannte ich die Leiche eines Kindes. Und da war mir sofort klar, das ist die Leiche von Diana Siefert. Es war ganz offensichtlich das kleine Mädchen mit den blonden Haaren. Sie trug noch das Nachthemd, das mir ihre Eltern beschrieben hatten. In dem Moment spürte ich, das ist sie. Vorsichtig wird der stark zersetzte Körper aus dem Container geborgen. Die Ermittler wollen verhindern, dass Spuren, die den Täter überführen könnten, verloren gehen. Anschließend wird die Leiche des kleinen Mädchens in die Gerichtsmedizin überführt. Eine Autopsie soll Aufschlüsse über Todeszeitpunkt und Todesursache geben. Der Zustand der Leiche erschwert die Arbeit der Spezialisten. Wir hatten eine fürchterlich zersetzte, teilweise skelettierte, teilweise mumifizierte kindliche Leiche.
etwas über einen Meter groß, mittleres Alter, ich schätze ungefähr 10 Jahre alt. Der Schädel wies eine Fraktur auf. Er war regelrecht zertrümmert worden. So ein Trümmerbruch weist auf einen heftigen Schlag mit einer Waffe oder einem schweren Gegenstand hin. Die Brutalität des Täters ist unfassbar. Er hatte das kleine Mädchen auf den Boden gelegt, mit einem großen Stein erschlagen und dann in den Container geworfen. Nur mit Hilfe des T-Shirts und des Gebisses kann Dr. Spitz die Identität der Leiche zweifelsfrei nachweisen. Den Eltern will er den Anblick ersparen. Er ist sich sicher, es handelt sich tatsächlich um Deanna Seifert. Eine solche Leiche kann am besten wissenschaftlich identifiziert werden oder durch Gegenstände, die sich noch am Körper befinden, so wie das Nachthemd, welches wir den Eltern zur Identifikation geben mussten. So eine Leiche kann man den Hinterbliebenen nicht zeigen, weil man sie dann auch zu Opfern macht. Das, was sie dann sehen, werden sie nie mehr vergessen können. Hat Andrew Trombley die kleine Deanna tatsächlich getötet? Und wenn ja, wie kann ihm nach so langer Zeit der Mord nachgewiesen werden? Deannas Unterhose sitzt falsch herum. Offensichtlich war sie ihr aus und dann verkehrt herum wieder angezogen worden. Wir glaubten, dass es ein sexueller Übergriff war. Wir fanden 3 Schamhaare, 3 Unterschamhaare an ihrer Unterhose. Sie gehörten 3 verschiedenen Personen. Es waren nicht die von Andrew Trombley. Wir hatten es also wahrscheinlich mit insgesamt 4 Tätern zu tun. Die Tatsache, dass wir diese Schamhaare an ihrer Unterhose fanden, brachte uns zu dem Schluss, dass dieses Kind entführt wurde, damit sich dann 4 Männer an ihr sexuell vergehen konnten. Zwar stammt keines der gefundenen Schamhaare von Andrew Trombley, dennoch sind sich die Ermittler sicher, er ist einer der Täter. Auf seinen Schuhen wird Blut gefunden. Aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung von Deannas Leiche ist ein DNA-Vergleich nicht mehr möglich. Daher wird eine Blutprobe, die kurz nach ihrer Geburt entnommen wurde, mit der Blutspur verglichen. Das Blut auf Andrew Trombleys Schuh ist von Deanna Seifert. In den Reifen seines Vans stecken Metallsplitter. Sie stammen zweifelsfrei vom Hof der Firma, auf dem Deannas Leiche gefunden wurde. Wir glaubten, dass er mit ihr im Haus war. Dann ist er mit seinem Van weggefahren und hat seine Freunde abgeholt, um mit ihnen um 3 Uhr morgens wieder zurückzukehren. Dann haben sie das Mädchen entführt. Deanna mit ihren 10 Jahren konnte die Männer, die ihr das angetan hatten, natürlich identifizieren, also musste sie sterben. Das Motiv für den Mord war, dass sie die Männer hätte identifizieren können. Andrew Trombley wird wegen Mordes an Deanna Seifert angeklagt. In seinem eindrucksvollen Schlussplädoyer versucht Staatsanwalt Warner, die Geschworenen von der Schuld des jungen Mannes zu überzeugen. Eine Zeugin wurde in diesem Prozess nicht aufgerufen, aber sie spricht zu uns, laut und deutlich, durch die Beweise. Ihre kleinen Fingerabdrücke auf der Heckscheibe zeigen auf diesen Mann. Und ihr Blut hat nicht nur seine Schuhe befleckt, sondern vielmehr befleckt es die Seele dieses Mannes. Und ich fordere Sie auf, geben Sie diesem Blut und diesen Fingerabdrücken eine Stimme. Schuldig im Sinne der Anklage. Schuldig. Schuldig. Staatsanwalt Warner ist von dem Prozess so mitgenommen, dass er am Tag nach seinem Schlussplädoyer einen Herzinfarkt erleidet. Doch die Jury glaubt seinen Ausführungen und verurteilt Andrew Trombley wegen Mordes an Deanna Seifert zu lebenslanger Haft. Er hat seine Tat bis heute nicht gestanden und auch die Namen seiner Komplizen hat er niemals verraten.
Dies ist mit Sicherheit einer der ungewöhnlichsten Fälle, mit denen ich jemals zu tun hatte, weil er so viele Fragen offen lässt. Die wichtigste lautet: Warum ist das passiert? Warum wurde dieses 10-jährige Mädchen entführt? Warum wurde sie getötet? Was ist der Grund, das Motiv? Der Fall ist inzwischen 9 Jahre alt und wir konnten bisher auf all diese Fragen keine Antworten finden. Und wenn Andrew Trombley uns nicht sagt, was ihn zu dieser Tat getrieben hat, werden wir es wohl nie erfahren. Die Familie von Deanna ist an der Tragödie zerbrochen. Ihre Eltern haben sich getrennt. Ihr Vater wurde Alkoholiker und lebt nun auf der Straße. Die Polizisten aus El Paso werden in das Wanderparadies oberhalb von Colorado Springs gerufen. Aus einem offensichtlich hastig zugeschaufelten Grab bergen sie die Leiche einer jungen Frau. Ein unbekanntes Opfer und vom Täter keine Spur. Die Ermittler wissen nur eines: Die junge Frau wurde an einem anderen Ort ermordet und dann in die Einsamkeit der Rocky Mountains gebracht. Wir hatten nur wenig Beweismaterial, da wir den Tatort nicht kannten. Dort findet man normalerweise die meisten Beweise. Das hat unsere Ermittlungen erschwert. Die junge Frau wurde brutal vergewaltigt und dann erschlagen. Durch den Vergleich mit Röntgenbildern von vermissten Personen gelingt es den Gerichtsmedizinern bald, die junge Frau zu identifizieren. Es ist Deirdre Malachowski. Die Kellnerin aus dem nahegelegenen Fountain wird seit einer Woche vermisst. An einigen Stellen auf Deirdres Leiche haben Fliegen bereits ihre Eier abgelegt. Die geschlüpften Larven sind für die Ermittler eine Art biologische Stoppuhr. Mit ihrer Hilfe wollen Insektenforscher, sogenannte forensische Entomologen, Deirdres Todeszeitpunkt festlegen. Forensische Entomologie benutzt Insekten, um kriminalistische Fragen zu beantworten. Anhand der abgelegten Eier oder Larven auf der Leiche kann man zum Beispiel feststellen, wie lange der Körper im Freien gelegen hat. Bereits am Fundort hatten Polizisten an der Leiche einige Larven und Fliegen sichergestellt und in Alkohol eingelegt. Anhand der Größe der Fliegen und Larven wollen die Experten bestimmen, wann Deirdre starb. Während der Autopsie der Leiche haben die Gerichtsmediziner wieder einige Insekten entnommen. Diese Fliegen halten die Forscher zur näheren Analyse am Leben. Wir nehmen die Tiere und füttern sie. Wir setzen sie auf eine Rinder- oder eine Hühnerleber. Dort fressen sie, bis sie erwachsen sind. Dann können wir sie leichter identifizieren. Und nicht nur das. Durch den Vergleich mit den am Tatort konservierten Fliegen lassen sich anhand der Größe der Insekten Rückschlüsse auf deren Alter ziehen. So kann schließlich errechnet werden, wie lange Deirdre tot in den Bergen lag. Vor 7 Tagen wurde Deirdre als vermisst gemeldet. Die Fliegen beweisen, dass die junge Frau spätestens 24 Stunden nach ihrem Verschwinden getötet wurde. Das Umfeld von Deirdre Malachowski wird durchleuchtet. Sie hatte Alan Yerke, einem Freund, erzählt, dass ihr Verlobter sie geschlagen hätte. Der Mann wird verhört. Während eines Streits hat er ihr die Kehle zugedrückt, so als ob er sie erwürgen wollte. Da fragten wir uns natürlich, ob er als Täter in Frage kommt. Doch die Ermittler haben keine Beweise gegen Deirdres Verlobten in der Hand. Nur die Aussage von Alan Yerke. Wenn du nicht genügend Beweise hast, wenn du jemanden festnimmst, dann wird es schwer, ihn zu überführen. Und wir wollten auf gar keinen Fall einen Freispruch riskieren. Wir wollten den Fall lösen.
9 Monate machen die Polizisten keine weiteren Fortschritte. Dann werden sie wieder zu einer Leiche in den Bergen gerufen. Ein junges Mädchen. Sie ist vollkommen angezogen. Nur die Schuhe fehlen. Die Ermittler finden sie in der Nähe der Toten. Das Mädchen ist schnell identifiziert als Danielle Bonfield. Sie wurde nur 12 Jahre alt. Auch sie wurde an einem anderen Ort ermordet und dann in die Einsamkeit der Berge verschleppt. Auch diesmal hinterlässt der Täter keine Spuren. Wieder befragen Polizisten Zeugen. Wieder taucht der Name Alan Yerkes auf. Es stellt sich heraus, dass der zurückhaltende Mann bereits vorbestraft ist, wegen Vergewaltigung. Als ich Yerkes Namen hörte, war ich wie elektrisiert. Ich fragte sofort, ihr meint doch nicht den Alan Yerkes? Daraufhin wird jetzt auch Alan Yerkes verhört. Er sagt aus, dass er Danielle Bonfield in der Nacht ihres Verschwindens noch besucht habe. Doch das Mädchen sei noch am Leben gewesen, als er sie verlassen habe. Die Polizisten zweifeln an seiner Aussage. Sie beschlagnahmen sein Auto, weil sie annehmen, dass damit 2 Leichen transportiert wurden. Der Innenraum ist voller Müll. Als wir mit den Fotos fertig waren, haben wir uns im Inneren des Autos umgesehen. Wir haben alles eingesammelt, was wie ein mögliches Beweisstück aussah. Zwischen dem Müll im Wagen wird schließlich Danielles Uhr und ihr Gürtel gefunden. Wahrscheinlich wurde das Mädchen damit erwürgt. Die Ermittler sind sicher, sie werden in diesem Chaos noch mehr Beweise finden. Wir entdeckten Blutspritzer auf der Windschutzscheibe. Die einzelnen Flecken waren ziemlich deutlich. Das Muster der Blutspritzer deutet auf zahlreiche Schläge mit einem stumpfen Gegenstand hin. Die Polizisten stellen mehrere Proben sicher und schicken sie zur Analyse ins Labor. Dort stellt sich schnell heraus, dass das Blut tatsächlich von Danielle Bonfield stammt. Alan Yerkes wird wegen dringenden Mordverdachts festgenommen. Man geht davon aus, dass er auch Deirdre Malachowski getötet hat und nimmt von Yerkes Blut- und Speichelproben. Die DNA-Experten vergleichen das Sperma, das sie an Deirdres Leiche gefunden haben, mit Yerkes DNA. Mit übereinstimmendem Ergebnis. Yerkes behauptet, natürlich habe er mit Deirdre geschlafen, doch sie sei damit einverstanden gewesen. Auch nach akribischer Suche finden die Ermittler in Yerkes Auto keinen Hinweis auf den Mord an Deirdre. Wohl aber hunderte von CDs und Disketten. Die Polizisten hoffen darauf, weitere Anhaltspunkte zu finden, doch die Auswertung kann Wochen dauern. Computerkriminalistik wird für die Polizeiarbeit immer wichtiger. Es heißt längst nicht mehr, hier ist das blutige Messer, die Pistole oder die Kugel. Wir finden immer mehr Beweise aus dem Bereich digitaler Medien. John St. Augustine beginnt, jede einzelne Datei auf den Disketten und den CDs zu überprüfen. Bald fand ich eine Diskette mit Alan Yerkes Lebenslauf und einer Datei mit dem Namen Meine Sünden. Als ich 2-mal draufklickte und versuchte, sie zu öffnen, wurde mir der Zugriff verweigert. Diese Datei war durch ein Passwort geschützt. Was immer Yerkes in dieser Datei verbirgt, er hat es hermetisch geschützt. Der Code seiner Sünden ist zunächst nicht zu knacken. Erst nach tagelangen Versuchen erzielen die Chiffrierprogramme einen Treffer. Das Codewort lautet: Mit Gottes Hilfe. Als ich das Passwort eingab, konnte ich die Datei endlich öffnen. Da erschien ein Fenster: Meine Sünden ist nur für Alan Yerkes bestimmt. Der Bildschirm füllt sich mit einer Liste von Verbrechen. Darunter die Morde an Deirdre Malachowski und Danielle Bonfield.
In seinem Computer führt Jörki ein Tagebuch über seine Morde und seine Mordfantasien. Es ist einfach wie eine richtige Buchhaltung. Und eine ähnliche Befriedigung wie ein Buchhalter gibt auch so ein Tagebuch. Man muss sich jetzt so vorstellen, dass jemand eine Tat mehrfach genießt. Deswegen nehmen ja auch viele Täter zum Beispiel irgendein Andenken mit vom Tötungsort, um sich diese Tat wieder zu vergegenwärtigen, um sich in ihren Fantasien dort wieder einzufinden. Und die Leute, die es ganz besonders konsequent machen, die schreiben zum Beispiel wirklich vorher auf, so und so will ich es machen. Für einige Frauen in und um El Paso kommt der Zugriff der Polizei gerade noch rechtzeitig. Denn Jörkis Liste seiner geplanten Morde ist lang. Die Geschworenen verurteilen Ern Jörki zu einer lebenslangen Haftstrafe und zusätzlich 50 Jahren Gefängnis. Er hat keine Chance auf eine Bewährung. So rekonstruieren die Ermittler den Fall. Jörki nimmt Deirdre Malachowski mit, als sie auf den Bus wartet. Im Auto überwältigt er die junge Frau, vergewaltigt sie und bringt sie um. Weit draußen in den Bergen entledigt er sich ihrer Leiche. Doch er macht einen entscheidenden Fehler. Er führt Tagebuch über seine Taten. Er vertraut sie jemandem an, der schweigen kann, dem Computer. Alleine vor dem Monitor enthüllt er seine Geheimnisse. Wenn ihn die Polizisten nicht gefasst hätten, wäre die Liste seiner Sünden noch sehr viel länger geworden. Waldarbeiter haben einen menschlichen Schädel neben einem einsamen Pfad gefunden. Die Polizisten aus Charlotte County suchen die nähere Umgebung nach dem Rest der Leiche ab. Aber sie finden außer einer einzigen rosa Faser nichts. 50 Meter weiter aber stoßen sie auf die Leiche eines jungen Mannes, eingerollt in einen Teppich. Er ist erst vor wenigen Tagen gestorben. Doch diese Leiche hat einen Kopf, ist also ein zweites Opfer. Auf der Haut des unbekannten Toten wird abgesplitterter Autolack entdeckt. Fasern eines Hanfseils hängen noch an einem Baum einige Meter neben der Leiche. Tiefer im Wald finden die Polizisten weitere Stücke des Seils. Ein kriminalistischer Albtraum. Bei einem Mord in einem Haus weiß man schnell, wer das Opfer ist. Man hat Kreditkarten, kann die Nachbarn fragen. Doch das funktioniert hier draußen nicht, wenn du nichts hast als eine Leiche im Wald. Schließlich wird auch der Torso des ersten, des enthaupteten Opfers gefunden. Er ist bereits stark verwest. Als einziges Erkennungsmerkmal fotografieren die Experten der Spurensicherung eine Tätowierung. Das Bild wird landesweit veröffentlicht. Anrufer erkennen das Tattoo wieder. Es gehört Kenny Smith. Ein 25 Jahre alter Mann, der auf der Straße lebte. Freunde haben schon seit längerem nichts mehr von ihm gehört. Röntgenaufnahmen aus seinen Zahnarztakten werden mit dem Gebiss des Schädels verglichen. Es ist tatsächlich Kenny Smith, der weit draußen in den Wäldern von Charlotte County geköpft wurde. Inzwischen liegt die zweite Leiche auf dem Sektionstisch. Männlich, etwa 20 Jahre alt, so der erste Eindruck. Die Gerichtsmediziner reinigen den Körper sorgfältig. Danach beginnt die eigentliche Autopsie. Die Leiche weist am Hals Würgemale auf. Die Genitalien wurden mit einem scharfen Messer komplett Sie lagen neben der Leiche im Teppich eingerollt. Das Werk eines sexuell gestörten Killers. Spezialisten beginnen, ein Täterprofil zu erstellen. Er ist also vermutlich in seiner geistigen Entwicklung zurück. Er ist vermutlich in seiner sexuellen Entwicklung zurück. Sie schätzen das Alter aus der Körperkraft, die er womöglich aufwenden musste bei der Tat.
und bekommen dann schon ein ungefähres Bild. Die Fingerabdrücke des Opfers sind noch deutlich lesbar. So hat der unbekannte Tote schnell einen Namen: Richard Montgomery. Er wurde nur 21 Jahre alt. Richard Montgomery und Kenny Smith sind nicht die ersten jungen Männer, deren Körper verstümmelt in den Wäldern um Charlotte entdeckt werden. Während der vergangenen 24 Monate wurden bereits 3 Leichen gefunden. Alles deutet also auf einen Serientäter hin. Der Profiler hat sich das Beweismaterial angesehen und war dann auch der Meinung, dass alle Morde dieselbe Handschrift trugen. Die eines sexuell gestörten Triebtäters. Ein perverser Serienmörder lauert auf seine Beute. Junge, weiße Männer. Die Polizisten, die jetzt seine Spur aufnehmen, haben keine Zeit zu verlieren. Zeitungen berichten bereits von der Jagd auf den Triebtäter von Charlotte. Die Bestie aus Charlotte County. Das ist der Stand der Ermittlungen. Im Wald werden die Leichen von 2 Männern gefunden. Kenny Smith wurde geköpft. Richard Montgomery wurden die Genitalien abgetrennt. Es ist das Werk eines geistig und sexuell gestörten Killers. Die Polizisten können unter anderem abgesplitterten Autolack und Fasern eines Hanfseils sicherstellen. Sie sind überzeugt, sie haben es mit einem Serientäter zu tun. Denn 3 weitere Fälle tragen dieselbe Handschrift. Die Jagd nach der Bestie ist in vollem Gang. Dieser Mann wird nicht aufhören zu töten, bis wir ihn stoppen. Mit einer Sonderkommission wollten wir so viele Männer wie möglich aufbieten, um zu vermeiden, dass er wieder zuschlägt. Oberstes Ziel ist es, diesen Typen zu schnappen. Doch wir müssen auch die öffentliche Sicherheit aufrechterhalten. Ein Mann, der dem Killer entkommen konnte, führt die Ermittler zu Dan Conahan, einem 43-jährigen Krankenpfleger, der noch bei seinen Eltern lebt. Einem Mann mit seiner Ausbildung wäre der fachkundige Schnitt zuzutrauen, mit dem Kenny Smiths Genitalien abgetrennt worden sind. Die Polizisten beginnen, Dan Conahan zu überwachen und beobachten, wie er immer wieder auf der Straße Obdachlose anspricht. Sie setzen einen Lockvogel auf Conahan an. Verkleidet als Landstreicher soll ein Polizist Kontakt mit ihm aufnehmen. Obwohl er ein verstecktes Mikrofon trägt, ist es für diesen Mann ein gefährliches Spiel. Denn Dan Conahan, die Zielperson, ist unberechenbar. Nackt und an einen Baum gebunden soll der Lockvogel für Fotos posieren, so Conahans Aufforderung. Als sie genug gehört haben, greifen die Männer des Einsatzkommandos zu. Sie verhaften den verdächtigen Krankenpfleger. Noch haben sie keinen eindeutigen Beweis, aber die Polizisten sind überzeugt, Conahan ist ihr Mann. Sie durchsuchen das Haus seiner Eltern. Die Spurensicherung sammelt Fasern von Teppichen, der Bettwäsche und den Möbeln. Auch Conahans Wagen wird untersucht, Autolack sichergestellt. Die Probe wird im Labor mit dem Lacksplitter verglichen, der auf der Leiche von Richard Montgomery gefunden wurde. Anhand von Conahans Kreditkartenbelegen stellen die Ermittler fest, dass er sich vor dem Mord an Montgomery das passende tödliche Werkzeug gekauft hatte. Am Nachmittag des 16. April, kurz bevor Richard Montgomery verschwand, hat Conahan eine Zange, eine Plane, ein Seil und ein Messer gekauft. Und zwar nur wenige hundert Meter von der Stelle entfernt, an der Richard Montgomery sich normalerweise aufhielt.
Der Laborvergleich der Fasern aus Carnahans Wohnung und seinem Auto mit denen, die an den Männerleichen im Wald sichergestellt worden sind, ergibt in vielen Fällen Übereinstimmung. Eine erste Analyse der Lacksplitter zeigt, dass die Farbe vom Auto exakt 4 Schichten aufweist. Genauso viele wie das Fundstück von der Leiche von Richard Montgomery. Bei der mikrochemischen Untersuchung behandle ich winzige Teilchen jeder einzelnen Schicht mit einer Lösung und beobachte die chemische Reaktion. Das tat ich mit beiden Lacksplittern. Das Ergebnis war eindeutig. Die Lackspuren am Opfer waren identisch mit dem Lack vom Auto des Verdächtigen. Doch die Experten wollen ganz sicher gehen. Sie brauchen absolut stichhaltige Beweise. Um die Bestandteile des Lacks exakt zu bestimmen, untersuchen sie ihn unter Infrarot- und Röntgenlicht. Auf diese Weise können sie die Beschaffenheit der einzelnen Farbpigmente genau analysieren. Bei allen Tests kam ich immer zum gleichen Ergebnis. Die Lackspuren am Opfer stammten ohne Zweifel von Carnahans Auto. Die Beweislast ist erdrückend. Am Ende des Prozesses gegen Dan Carnahan beraten sich die Geschworenen nur 20 Minuten. Dann verurteilen sie den Krankenpfleger zum Tode. So rekonstruieren die Ermittler den Fall. Gegen Geld soll Richard Montgomery für ein paar Privatfotos vor Dan Carnahan posieren. Nackt und an einen Baum gefesselt. Doch dann quält Carnahan den jungen Mann langsam zu Tode und verstümmelt ihn hinterher bestialisch. Kriminalpsychologen suchen nach einem Motiv. Sie wissen, Carnahan ist sexuell gestört. Und solche Personen neigen, wenn sie denn in so eine Richtung geraten, zu einer Art von Doktorspielen, möchte ich das mal verharmlosend nennen. Das sind natürlich furchtbare Doktorspiele. Das heißt also, das Explorieren, das Erkunden des Geschlechts des anderen wird wirklich unter unglaublichen Manipulationen vorgenommen. Das Genitalien werden verletzt, abgeschnitten. Die Person wird in wirklich schrecklicher Weise gefoltert. Donald Perry, sein 6. Opfer, kann noch rechtzeitig entkommen. Auch er ließ sich von Carnahan gegen Geld zu dem ausgefallenen Fotoshooting im Wald überreden. Auf dem Weg dorthin bleiben sie mit dem Auto im Schlamm stecken. Während sie mit fremder Hilfe versuchen, das Auto frei zu bekommen, bemerkt Perry auf dem Beifahrersitz die bereitgelegten Mordwerkzeuge. Seile, Messer, Handschuhe. Als das Auto wieder frei ist, gibt Donald Perry Gas und entkommt.